YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch da draußen mit einem neuen Tag. Wie ihr hier unten lesen könnt, ist es der Serientag. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht auch gleich los. Viel Spaß! Ich habe diese Frage in zwei Teile unterteilt, nämlich als Kind und als Jugendliche. Als Kind war es hundertprozentig. Und als Jugendliche hatte ich die Serie Gilmore Girls für mich entdeckt. Da ich jetzt mich nicht auf eine fixieren konnte, habe ich mich auf mehrere festgelegt. Und das sind The Big Bang Theory, Doctor Who und daneben Game of Thrones. Ja. Ich habe jetzt mal an eine komplett andere Serie gedacht, die ich auch gerne als Jugendliche geguckt habe, aber auch als Erwachsene weiter verfolge. Das ist Grey's Anatomy. Und daraus würde ich gerne eine Beziehung führen mit George O'Malley, weil der ist so süß einfach, ja. Auf jeden Fall zählen darunter Fantasy-, Science-Fiction-Serien, manchmal auch Sitcoms oder Krankenhausserien. Die schönste Frau, die ich in einer Serie je gesehen habe, es gibt davon auch viele, ich habe mich auch auf eine Serie festgelegt, das ist aus Supernatural die Charlie. Die blende ich euch jetzt auch mal kurz hier ein. Und der hübscheste Mann, den ich je gesehen habe in einer Serie, ist auch aus Supernatural. Man kann ihn aber auch in Gilmore Girls sehen, und zwar Sam Winchester oder Jared Padalecki. Da fällt mir spontan wirklich nur eine Serie ein und die ist von Marvel und ich freue mich sehr auf Marvel, die Defenders. Jessica Jones ist eine davon und die Serie habe ich mir angeguckt. Die ist auch mit meinem Lieblings-Dr. David Tennant und diese Serie ist wirklich sehr zu empfehlen und wird sehr unterschätzt. Ich war mal Fan von Frauentausch. Ja, das aber erst seit neuestem. Und zwar diesen sämtlichen Merch, den ihr hier seht. Das ist ja alles aus Game of Thrones, Doctor Who und so weiter. Und ich habe sogar noch ein Game of Thrones Risiko. Wer das Spiel, also ihr kennt ja das Spiel Risiko und davon halt nur die Game of Thrones Edition. Wo es darum geht, Westeros zu erobern. Wieder eine ganz andere Serie und zwar Eureka. In der Stadt würde ich wirklich gerne leben. Da ist immer was los. Und zwar fällt mir da auch nur eins ein. Ich wäre gern ein Companion des Doktors. Man sollte eine Prequel-Serie von The Hunger Games machen mit dem Hungerspiel von Haymitch und Finnick und den ganzen anderen Champions, die es gibt. Okay, außer Cersei oder Joffrey aus Game of Thrones fällt mir da nur einer ein, die ich wirklich sehr hasse. Ich weiß nicht warum, was sie mir angetan hat, kann ich euch nicht sagen. Es ist Clara Oswald aus den Staffeln von Doctor Who. Davon abgesehen habe ich noch nicht die 9. Staffel geguckt und man weiß ja nicht, was passiert. Ja, ich mag Clara Oswald nicht. Okay, bei dieser Frage muss ich ehrlich sagen, dass ich sehr viele Serien durchgeschaut habe. Ich sag euch jetzt nur ein paar. Uno Momento. Gilmore Girls habe ich durchgeschaut. Sogar die neuen Folgen auf Netflix. Sex in the City habe ich durchgeschaut. Auch alle Filme gesehen. Jessica Jones gibt es ja bis jetzt nur eine Staffel. Ich hoffe auf eine zweite und auf die Defenders.
Eureka habe ich alle Folgen gesehen und fand ich auch sehr toll. Und letztlich Stargate Atlantis. Das habe ich auch komplett geguckt, weil es wurde ja dann auf gewisse Weise abgesetzt. Einfach so. Und es hat den Darstellern noch nicht mal einer Bescheid gesagt, dass die Serie abgesetzt ist. Das haben die dann so nebenbei mal erfahren. Ein Fanfact. 2. Habe ich von dieser Serie immer mal eine Folge geguckt. Und ich liebe Zombiefilme. Ich liebe vergöttere Zombiefilme. Es ist manchmal so schön. Und ich bin auch ein Riesenfan von Zombie-Spielen. Keine Frage. Aber ich mache mir jetzt vielleicht auch ein paar Hater da draußen. Ich kann wirklich The Walking Dead nichts abgewinnen. Gar nichts. Es ist einfach nicht, ich finde es nicht schön. Die finde ich schrecklich, diese Serie. Ich habe hier im Hintergrund ein paar Button davon stehen. Das sind so kleine Button zum Anstecken vom Rucksack oder fürs T-Shirt. Die hatte ich mal in einer Loot-Chest und jetzt stehen sie bei mir. Ihr könnt mir ja vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein riesen The Walking Dead Fan seid, dann könnt ihr mir hier unten einfach mal vermerken, hey, hallo, ich will die haben. Die letzte Frage. Und zwar sind das auch wieder ziemlich viele, aber ich habe mir jetzt ein paar wieder rausgesucht und die werde ich euch jetzt mal ein bisschen, also ich werde sie umreißen. Ja? Zum Beispiel Carrie und Mr. Big in Paris, sie kommen zusammen. Das ist so eine schöne Szene. Arya und Jon verabschieden sich in der ersten Staffel von Game of Thrones und Jon schenkt Arya Nadel. Das ist auch eine wunderschöne Szene. Und was ich sagen muss, aus der Folge The Day of the Doctor, als alle Doktoren zusammen in einer Zelle sitzen. Es ist wirklich zum Schießen. Ich habe selten bei einer Serie so sehr gelacht. Das war's auch schon wieder von mir, Leute. Und ich hoffe, ihr hattet ein paar unterhaltsame Minuten und konntet vielleicht die Fragen auch beantworten. Falls euch das Video hier gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach ganz schnell. Ihr könnt mich natürlich auch auf Facebook adden, auf Instagram oder auf Twitter. Da halte ich euch auch auf den Laufenden, wenn ein neues Video in Arbeit ist. Alles klar, dann noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Dann kann ich nur sagen, allons-y!